Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just Watched. Ich muss sagen, ich freue mich auf diese Folge ein bisschen, denn ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich habe mal nichts zu meckern, ja, beziehungsweise ein Film schneidet nicht ganz so gut ab, aber dafür habe ich unter anderem die vielleicht beste Doku, die ihr dieses Jahr sehen werdet. Einen richtig guten Animationsfilm und jetzt kommt richtig dicke, einen Netflix-Film, der richtig stark ist. Also, was heute los ist, weiß ich auch nicht. Jungs, wo wart ihr? Tut uns megamäßig leid, die Jungs wollten Pizza und ich konnte sie nicht ausreden. Leo! Was bist denn du für eine Ratte? Hey, das finde ich nicht witzig. Wir haben 2023. Entschuldige, Dad. Wir beginnen mit einem Franchise, das ist wahrscheinlich für viele von euch gar keines mehr, aber Ende der 80er, Anfang der 90er war das hier mal ganz groß. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Ja, die Turtles waren überall. Es gab natürlich Actionfiguren, es gab eben die Zeichentrickserie und es gab Realfilme mit Leuten, die dann so lustige Gummikostüme anhatten. Später hat Michael Bay dann nochmal CGI-Turtles ins Rennen geschickt. Die Filme fand ich ehrlich gesagt auch noch okay genug und eine Menge Animationsversuche gab es auch. Und jetzt probiert man es nochmal. Und zwar Seth Rogen und Evan Goldberg, die haben in der Vergangenheit ja schon so einige Nerd-Themen nochmal revitalisiert. Und das probieren sie jetzt mit Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich kann das nicht aussprechen, verdammt. Turtles Mutant Mayhem. So, wir machen es einfach ganz kurz. Ein Animationsfilm, der sich sehr deutlich bei mehreren Filmen bedient, die sich bei einem anderen Film bedient haben, nämlich Into the Spider-Verse. Der Stil ist so durch die Decke gegangen, dass es danach so ein paar Versuche gab, wie zum Beispiel The Mitchells vs. The Machine. Bei Star Wars Visions hat man es neulich gesehen. Der gestiefelte Kater hat es auch so ein bisschen versucht. Und hier, wie ich finde, funktioniert es so gut wie in keinem dieser anderen Mitbewerber. Das hier ist ein richtig toller Style, der auch perfekt zu diesem neuen Ansatz der Turtles passt. Hier wird nämlich die Vorgeschichte der Turtles erzählt, die hier noch Teenager sind. Das sind also noch keine ausgewachsenen, kampfstarken Ninjas, sondern sie haben bisher nur trainiert, wissen aber noch ehrlich gesagt gar nicht, was sie mit diesen Künsten anfangen sollen und entdecken dann im Laufe dieses Films, dass sie Helden sein könnten. Und zwar wollen sie das auch deshalb werden, um akzeptiert zu werden. Und damit hat man hier schon mal einen sehr schönen emotionalen Kern geschaffen. Ich finde es sehr gut, dass der Film immer wieder darauf zurückkommt, auf diese Beziehung zwischen den Turtles untereinander, auch zu Meister Splinter, der sich hier so ein bisschen als Helikopter-Dad auszeichnet, weil er Angst hat, dass die Menschen die Turtles vielleicht nicht akzeptieren könnten. Und irgendwann im Laufe des Films entsteht dann ein riesiges Tohuwabohu. Es gibt das Wiedersehen mit einem meiner Lieblingsbösewichte aus den Videospielen bzw. auch den Comics, nämlich Superfly. Turtles-Fans werden hier also auf jeden Fall bedient. Bei mir hat das einen richtig schönen nostalgischen Kick ausgelöst. Es gibt aber auch neue Kreaturen, die mir richtig gut gefallen haben. Zum Beispiel ein Fisch, der am liebsten singt und das ist eine meiner Lieblingsfiguren in diesem Film. Generell ein super sympathischer Cast, der sehr schön miteinander zusammenspielt. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass der Film sich zu gerne in diesen Gesprächen verliert und die Turtles dann auch gar nicht mehr aufhören, sich gegenseitig freche Sprüche an den Kopf zu hauen. Ich kam hinterher tatsächlich sogar raus und dachte, boah, das war ein bisschen lang. So 2 Stunden ist aber ein bisschen viel und merkte dann, nee, da geht gar keine 2 Stunden. Der ist mit 99 Minuten sogar relativ knapp für aktuelles Kino bemessen, fühlt sich immer wieder aber auch ein bisschen länger an als das. Ich fand, dass er sich an einigen Stellen dann doch zu sehr zieht und gerade das Finale ist mir dann einfach eine Ecke zu lang, weil dann nochmal einer draufgesetzt wird und nochmal einer. Aber bis dahin ist das hier alles hochsympathisch. Ich habe häufig gelacht, weil ein paar sehr schöne freche Gags dabei sind. Und ich mag den Stil. Die Action ist fantastisch inszeniert. Der Soundtrack kommt vom Nine Inch Nails-Mann Trent Reznor, der es hier richtig wummern lässt. Und dadurch ergibt das so eine schöne Melange. Der Hip-Hop-Sound passt hervorragend zu dem, was Trent Reznor macht. Die Bilder, der Style, das ist wirklich zum Dahinschmelzen. Und man hat das Gefühl, dass das hier ein schöner Start ist für ein ja, mögliches neues Franchise. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so unterhalten worden wie bei Across the Spider-Verse neulich. Aber für einen Animationsfilm ist das hier wirklich stark. Vor allen Dingen für Turtles-Fans sollte das hier ein Hochgenuss sein. Ich gebe 3,5 Sterne, weil es, wie gesagt, ein paar Längen gab und ich an einigen Punkten das Gefühl hatte, dass der Humor so ein bisschen überstrapaziert wird. Gerade dieses Teenager-Gebrabbel ist bei mir, altem Mann, nicht mehr ganz so angekommen, aber das ist bei euch vielleicht was anderes. Turtles-Fans gehen hier rein, alle anderen
gucken Probe. Guy Ritchie ist zurück und spielt Krieg. Ja, er hat sich gedacht, wir machen jetzt auch mal was mit Afghanistan. Und zwar verbinden wir das natürlich mit einer Message. Und die Message lautet hier ganz simpel: Die Taliban sind böse, die Amerikaner sind gut, aber ja, so gut sind sie dann doch nicht, denn sie haben ja ganz viele Afghanen da zurückgelassen, die ihnen unter anderem dabei geholfen haben, als Übersetzer oder als Wegweiser oder in sonstigen Tätigkeiten zu arbeiten. Das ist ein Teil dieses Films hier, der aber die meiste Zeit damit beschäftigt ist, Krieg zu spielen. Und dieses Kriegsspielen, das speist sich aus ganz vielen Elementen, die man vorher aber schon x-fach gesehen hat. Das ist so ein bisschen das Problem mit diesem Film und mit Guy Ritchie selbst, bei dem ich immer wieder bei verschiedenen Filmen in den letzten Jahren das Gefühl hatte, dass der sich viel zu gerne dabei bedient, was andere schon mal gemacht haben. Sein vorletzter Film war das, glaube ich, hieß bei uns Cash Truck. Der war wirklich eine ganz dreiste Kopie von Heat. Und hier hat er sich jetzt bei drei Filmen gleich bedient. Der erste Part ist im Grunde Black Hawk Down, bedient sich zumindest sehr, sehr deutlich bei der Bildsprache. Dann haben wir Lone Survivor, falls ihr den kennt, und Extraction ist auch noch drin. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass ganz viele Momente mich wirklich an Call of Duty erinnert haben. Hier gibt es Szenen, die könnten so eins zu eins aus Call of Duty Modern Warfare genommen werden. Es gibt zum Beispiel einen Shot mit so einer Wärmebildkamera, wo sie dann aus so einem, ich weiß gar nicht, wie diese Flieger heißen, auf jeden Fall schießen sie da aus der Luft auf die Gegner. Und das ist exakt aus Call of Duty. Und so hat man hier einen Film, der für die erste Hälfte sehr bekannt wirkt. Aber trotzdem findet Guy Ritchie immer wieder Situationen, auch die Spannung erzeugen. Das liegt vor allen Dingen an einem der Darsteller, nämlich Dar Salim, der ist Däne. Und macht seine Sache richtig, richtig gut. Der transportiert die Vielschichtigkeit seines Charakters wirklich nur durch seinen Gesichtsausdruck. Dem habe ich sehr, sehr gerne zugeguckt. Und dann kommt die zweite Hälfte des Films. Das beginnt so ungefähr bei der 1-Stunden-Marke. Und da merkte ich, hat mich der Film mehr und mehr verlassen. Das Drehbuch wird dann immer quatschiger und wirklich Käse, kann man gar nicht anders sagen. Die Dialoge werden idiotisch zum Teil. Und Jake Gyllenhaal, der dann auch eine größere Rolle in diesem Film einnimmt, der spielt an einigen Situationen gar nicht mal so gut. Es ist, wie ich finde, ein sehr guter Schauspieler, der in manchen Rollen irgendwie wie nicht richtig wirkt. Ja, und hier ist er in so einer Situation. Es gibt Monologe, die sind regelrecht an mir vorbeigegangen. Die spielt er sehr, sehr eindimensional. Aber weil dieser letzte Part sehr auf seiner Figur lastet, habe ich keinen emotionalen Zugang mehr gefunden. Und andere Figuren verschwinden regelrecht aus dem Film, sodass ich letzten Endes sehr enttäuscht davon war. Es fing okay an, auch wenn man viele Déjà-vu-Momente hatte. Und dann bricht das hier wirklich leider komplett ein. Deswegen ist das hier einer von Guy Ritchies Filmen, die mal wieder nicht so funktionieren. Der Mann ist für mich Hit or Miss. Das kann funktionieren und manchmal sieht es gar nicht gut aus. Und das hier findet sich irgendwo in der Mitte ein. Falls ihr The Covenant bzw. Der Pakt sehen möchtet, auf Amazon gibt es das Ding inkludiert. Wo ist mein Geld? Ich bin ein Unternehmer. Wir arbeiten im Geiste einer Zuhälter-Show. Weißt du, eine Frau muss wissen, was so auf der Straße läuft. Nein, 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 lass mich los! Jetzt kommen wir mal zu den guten Sachen und jetzt haltet euch fest, ich habe einen Film auf Netflix gefunden, da hat es mir fast die Sprache verschlagen, weil ich sehr überrascht war, was sie da versucht haben. They Cloned Tyrone ist nämlich die wirklich aberwitzige Geschichte von einer Gruppe Kleinganoven. Ja, es geht um Jamie Foxx, der ist ein Pimp. Dann hat man John Boyega, der ist Drogendealer. Und man hat Teyonah Parris, die spielt eine Prostituierte. Und diese drei geraten in eine Verschwörung, die könnte eigentlich abstruser gar nicht sein und könnte so eigentlich auch aus einer Folge Scooby-Doo stammen. Hier macht es aber insofern Sinn, weil das Ganze auch noch einen sozialen Kommentar hat oder einen Social Commentary. Natürlich geht es um die Unterdrückung der Schwarzen, die in ihren Vierteln gehalten werden sollen durch eine bestimmte Erfindung bzw. Technologie. Und jetzt sage ich am besten nicht mehr, weil den Rest solltet ihr wirklich entdecken. Hier hat man nämlich viel zu entdecken. Was ich sehr, sehr, sehr mag, sind die Figuren. Diese drei Hauptfiguren sind so großartig gespielt. Jamie Foxx ist fantastisch, Teyonah Parris ist fantastisch. Aber generell alle sind in diesem Film richtig gut geschrieben, sind richtig gut dargestellt. Das hat einen Vibe, den hatte ich lange nicht. Ich habe mich an ein paar Filme erinnert gefühlt. Ja, es gibt so Story-Elemente, die erinnern an den John Carpenter-Klassiker Sie leben. Vieles hat mich an Sorry to Bother You, den ich euch hier mal in den Geheimtipps vorgestellt habe, erinnert. Und vieles erinnert dann halt an alte Blaxploitation-Klassiker.
Klassiker. Und deswegen ist es hier wahrscheinlich am besten, damit zu umschreiben, was wäre, wenn man Scooby-Doo als Blaxploitation-Film inszenieren würde. Die Antwort darauf bekommt ihr von Day Clone Tyrone geliefert. Ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. Der ist frech, der ist frisch. Der ist zwar ein bisschen zu lang, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich diesen Figuren noch ewig hätte zugucken können. Und dass die Handlung schön weird war, aber trotzdem geerdet genug. Und dass die Message, die dahinter steht, einem wie bei Get Out zum Beispiel von Jordan Peele zwar immer vor Augen gehalten wird, aber nie so den Rachen heruntergewirkt. Und das mag ich bei solchen Filmen sehr. Großer Tipp, 4 Sterne von mir. Geht unbedingt zu Netflix und schaut euch das an. Das gibt es nämlich sehr selten bei Netflix, dass sie auch mal gutes Zeug haben. Das hier ist eine Doku, die will ich euch schon ewig vorstellen. Ich habe die nämlich schon vor einer Weile gesehen, aber es gab sie einfach bisher nicht. Irgendwann mal ganz kurz auf Arte und seit dieser Woche zumindest auf Paramount Plus. Ich weiß, nicht jeder hat das von euch, aber falls ihr es haben solltet, kommt ihr an Val nicht vorbei. Das ist nämlich die Dokumentation über Val Kilmer. Und das Spannende an der ist, dass Val Kilmer jemand gewesen ist, der sich schon relativ früh selbst eine Kamera gekauft hat. Und mit der ist der überall hingewandert und hat unter anderem zum Beispiel am Set von Top Gun oder von Batman Forever oder sehr, sehr stark, es ist eine Szene, da dreht er bei die Insel des Dr. Moreau, ein Trash-Desaster, sondergleichen, der ist ein Film, über den gibt es viele, viele Legenden und es gibt eine Szene hier, da filmt er dann auf Marlon Brando und zeigt ihn auf eine Art und Weise, die wirst du wahrscheinlich nirgendwo anders zu Gesicht bekommen und deswegen ist diese Doku allein schon sehr besonders. Was sie aber auch sehr stark macht, ist, dass man hier mal einen Einblick in den Kopf von Val Kilmer bekommt. Das ist ein Schauspieler, der über Jahrzehnte als wahnsinnig schwierig galt, dem immer wieder nachgesagt wurde, er wäre eine Diva und er wäre nicht einfach in der Zusammenarbeit. Und deswegen ist seine Karriere auch meiner Ansicht nach nie so richtig durchgestartet. Ich fand aber im Laufe dieser Doku ist sehr schön zu erkennen, dass der Mann wirklich eine wahnsinnig vielschichtige Seele war, dem ich auch extrem gerne zugehört habe und bei dem ich dachte, dass der auch wahrscheinlich sehr, sehr missverstanden gewesen ist. Und dann gibt es noch eine weitere sehr tragische Komponente, denn diese Doku zeigt ihn auch im Hier und Jetzt. Und wie viele von euch wahrscheinlich wissen dürften, ihm geht es schon seit geraumer Zeit nicht wirklich gut. Er hat Kehlkopfkrebs und wie er damit lebt und wie er vor allen Dingen damit lebt, dass seine Karriere jetzt an einem Punkt ist, wo es nicht mehr weitergeht. Ja, und mit diesem Umstand umzugehen, das ist herzzerreißend mit anzugucken. Es ist herzzerreißend, mit ihm zurückzugucken und diese ganzen Filmaufnahmen zu sehen. Und ich muss sagen, das ist das Bewegendste und Ehrlichste, was ich jemals in puncto Film-Doku gesehen habe. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen, falls ihr Paramount Plus haben solltet, schaut da rein. Falls ihr es nicht haben solltet, könnt ihr euch vielleicht ein Probeabo machen oder ihr hofft, dass das irgendwann mal demnächst woanders läuft. Aber das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Großer Tipp von mir. 5 Sterne gibt es hier so gut wie nie. Ich glaube, das ist das erste, zweite Mal, dass ich das gemacht habe. Oder? So, und damit sind wir auch schon durch. Ich hätte jetzt hier noch ein bisschen was über Reragu Rendezvous erzählen können oder Past Lives, ein wirklich fantastischer Film. Aber da würde ich jetzt, glaube ich, einfach in den nächsten Wochen was dazu sagen. Wir haben jetzt auf jeden Fall, in den nächsten Tagen möchte ich euch einen Essay präsentieren zur Atombombe. Und nächste Woche gibt es The Mac 2. Ich glaube aber, der wird shit. Das wird sich dann aber nächste Woche zeigen. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und macht's gut.